hier habe ich noch Quests. Oh mein Gott, was für ein Grauen. Ich habe hier noch Quests. Oh Gott. Ich bin geliefert. Wir kommen nie nach Heavensward. Niemals. Wie viel brauche ich? 15. Eieiei. Ich frage mich immer, wie Leute das hier gern machen können. Also das frage ich mich wirklich. Ich finde es nämlich furchtbar. Freue ich doch, wenn wir uns die jetzt sehen können. Ja, ich war ja schon mal. Also mit dem Alamscha war ich ja schon im Diadem. Das finde ich auch genauso totlangweilig. Du rennst da 30.000 Mal im Kreis durch, um zum Leveln die Sachen dann zu verhökern für diese komischen Taler-Dinger da, die es dann ja da gibt. Das ist was. Boah. Wenn du dir nebenbei einen Film angucken kannst, ist es das eine. Aber ich kann ja hier nebenbei keinen Film anmachen. Ist ja leider nicht möglich. Das macht das Ganze noch ein bisschen schlimmer. Ich meine, ich habe euch als Unterhaltung. Eigentlich sollte ich euch unterhalten und nicht ihr mich, aber beim Summit ist es tatsächlich andersrum. Ich finde das grauenvoll. Oh, ich habe es fertig, ja. Oh Gott, ey. Ich heule jetzt schon. Ich kann Rückführung machen, das ist gut. Und vor allem, ich darf gleich frei die Liebe machen. Dafür sind wir also gut genug. Ja! Nein, Quatsch. Aber bei sowas unterhaltet ihr mich tatsächlich. Sonst würde ich einschlafen. Deswegen, ich glaube, Sammler und sowas würde ich tatsächlich immer mittwochs machen, wenn wir frühzeitig die Sammler und die Crafter machen. Weil dann bin ich wenigstens wach. Es ist vor oder nachmittags in dem Sinne. Weil spätabends dann die Crafter zu machen, ich glaube, da penne ich ein. Absolut, die Kurse sind schon schiffbar halb ein. Ja, ey, das ist echt furchtbar. Ich meine, klar, ich bin manchmal auch echt froh, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Aber gerade wenn man sowas macht, so monotone Sachen, dann ist es deutlich angenehmer, wenn man dann nebenbei so größtenteils was Chatting machen kann, weil du brauchst dir nicht großartig nachdenken. Die zwei, drei Texte, die ich dann halt lese, ich muss da rein, das macht's jetzt nicht, macht den Preis auch nicht fett. Das macht einen nicht wach. Bofusha hat dich zu mir geschickt, damit ich dir etwas über Materie erzähle. Zuerst bringst du mir die quantenkarbonisierte Materie Grad 1. Ja, du weißt genau, wovon ich rede. Hier. Vor allem, wenn ich krank bin. No. Karbonisierte Materie und Materia. Wahrscheinlich kannst du die beiden Dinge nicht mehr auseinanderhalten, hm? Keine Sorge, ich erkläre es dir ganz langsam. Materieextraktion ist eine neue Technologie für uns Irseer, die erst vor einigen Jahren von einem Goblin-Gelehrten namens Mutagenix hier eingeführt wurde. Einfach gesagt wird Materie aus einem langen Zeit benutzten Gegenstand extrahiert. Dieser kann in einen anderen Gegenstand eingesetzt werden, wodurch sich seine Eigenschaften verbessern. Natürlich kann nicht jeder Dummkopf Materie in alles einsetzen, was er gerade vor der Nase hat. Man muss schon ein geschickter Handwerker sein, um die Substanzen in der richtigen Weise zu verschmelzen. Früher brauchte man zusätzlich noch eine Katalysatorsubstanz für die karbonisierte Materie, die du gesammelt hast. Aber durch ein neues Verfahren ist das überflüssig geworden. Trotzdem lassen sich damit immer noch gute Geschäfte machen. Das war's auch schon. Und frag mich bitte nicht, wie das alles genau funktioniert. Ich bin Gärtner, kein Gelehrter. Falls du neugierig geworden bist, was die Welt im Innersten zusammenhält, musst du die Fachleute beim Feuerhügel im zentralen Tanalan ausfragen. Dort lebt der Goblin Mutagenix, ein Experte für Materia.
Eins kann ich dir schon vorweg verraten. Es gibt verschiedenste Arten von Materia, die immer andere Wirkung entfalten. Je nachdem, in welchem Gegenstand man sie einsetzt. Ich verstehe. Echt? Ich nicht. An deiner Stelle würde ich mich mal bei befreundeten Handwerkern umhören. Wer von ihnen Erfahrung mit Materia hat? Wir können dir bestimmt ein paar Tricks und Kniffe zeigen. Ich auch nicht, das ist gut. Dann sind wir ja schon bei zwei. Ich habe kein Wort verstanden, was die Alte da jetzt von mir wollte. Und Level 25, okay. Bauernschleue. Was kriege ich hier eigentlich? Alles für eine komische Sachen. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Nur, das ist die Anzahl. Schaden um 2, falls diese Stelle vorkommen. Okay. Scherben, das kommt erstmal dahin. Hier ist eine Chance auf einen Stückzahlbonus um 10%. Mhm. Wahrscheinlichkeit beim Sammeln Gegenstände zu finden um 15%. Nur möglich bei Anführungswahrscheinlichkeit bei 0. Du erhöhst die Anzahl der gesammelten Gegenstände bei den nächsten Sammelarbeiten um 1. Du erhältst einen weiteren Sammelversuch. Er kommt da oben mit hin. Okay. Die Wiedereinsetzung der Ätheriten scheint gut voranzugehen. In letzter Zeit sieht man wieder viele Besucher aus fremden Gegnern hier. Der Handel hat sich wieder erholt und überall tun sich neue Geschäftsfelder auf. Auch wir Gärtner werden bald alle Hände voll zu tun haben. Gerade heute haben wir eine große Bestellung hereinbekommen. Im Treibsand in Ulda interessiert man sich auf einmal für Heilkräuter. 15 Bund Kamille haben sie bestellt. Du kennst sicher die wohltuende Wirkung einer Tasse heißen Kamillentees. So wäre wie meine Butter. Wenn Kitty hier noch irgendwo rumrennt? Dann auf jeden Fall Kitty. Nun, für die Uldane ist das ein ganz neues Wunderkraut und wir möchten, dass sie es kennenlernen. Ich bin gerade Kerdas am Sammeln. No. Ich vertraue auf dein kundiges Auge, Daria Eistatze. Sieh dich im Eichenwald im oberen Lanossea um. Sammle die beste Kamille, die du finden kannst und bring sie zu Sandra. Hi. Wie die Kanalpunkte überall unser Handy automatisch einsammeln zu lassen. Wie? Was? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich wusste nicht mal, dass sowas geht. Hm? Ohne Witz, das sieht voll cool aus. Danke, Shady. No. Huch. Feenhundwelpe. Ich will auch einen Feenhundwelpen haben. Ja, ich weiß, ich will alles haben. Ihr sammelt wohl alle 5 Minuten 50 extra Punkte automatisch ein. Okay. Wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Was? Okay, Bunt Kamille. Einen Bunt Kamille. Bunt Kamille. Da. Eichenwald. Leck mich. Also, Bierhafen. Hat niemand gesehen. Doch! Oder bin ich niemand? Ihr habt das voll gesehen. Butter! Butter! Ich brauche noch 25 Level. Das äußere ich mich nicht. Okay.
Wo sie an die Butterfrische aus Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 denken. Gott, den Film habe ich nur ein einziges Mal gesehen. Das ist... Ja, ja. Sich nicht mehr in Butter einreiben, alles gut. Wer würde denn sowas tun? Wer würde denn auf so eine Idee kommen? Schön. Hier habe ich auch noch Quests. Ganz furchtbar. Ja, toll, eine fehlt. Stufe 26. Wie günstig ja das ist. Ich weiß. Da wunderst du dich immer wieder drüber, Shady. Dann gehe ich vor Antilopen töten. Oh, die armen Antilopen. Klebereis. Lämpchen. Wer hätte nicht gerne Pflaume zum Mitnehmen? Okay. Dann... Finsterwald, Gridania. Und danach darf ich jetzt Freibriefe machen. Ist aber weiterhin im Mühlenbruch. Also, Fakt, ich muss noch Mühlenbruch. Gleich. Pünktchen, Pünktchen. Nein, ich muss da rein. Jedes Mal wieder. Oh, du bist es. Unterwegs in Sachen Kamille? Dann mach ich mich, mach dich mal auf die Suche und pflück nichts Giftiges, ja? Ja. Gute Arbeit, Gärtnerin. Ich habe sie gleich mal eingewässert. 15 Pfund Kamille. Die passen gar nicht in einen Topf. Da gibt es hocharomatische Kamillentee. Das sieht man schon an den frischen Blüten. Hoffentlich hast du ein paar für dich selbst gesammelt. Falls, fast zu schade, so etwas diesen ultischen Arroganz
Ganzbolzen zu überlassen. Hörst du? Nichts Giftiges. Na gut, dann packe ich die Fliegenpilze halt wieder weg. So, dann wollen wir die Fracht mal für die langen Reisen fertig machen. Dann ab zum Luftschifflandeplatz. Ich frage mich wirklich, ob wir da nicht Kamillen vor die Uldaner werfen. Wenn du verstehst, was ich meine. Hoffentlich wissen diese abgestumpften Snobs sie auch zu schätzen. Ich lege auf jeden Fall eine Notiz bei, wie man den Tee lagert und zubereitet. Sonst schmeckt er ihnen am Ende nicht und wir sind schuld daran. Was hat er eigentlich für eine komische Nase oder ist das nur der Schatten? Tut mir leid, die Macht der Gewohnheit. Wahrscheinlich sind die Uldaner ja gar nicht so übel. Aber weißt du, alte Vorurteile sind nicht so leicht abzulegen. Das passt ja farblich mal überhaupt nicht. Okay, als nächstes müsste ich den Hut machen. Also, Mühlenbruch. Mühlenbruch, Mühlenbruch, Mühlenbruch. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Scheint tatsächlich zu funktionieren, dass alle 5 Minuten automatisch die extra Kanalpunkte eingesammelt werden. Gerade für die Leute interessant ist, die im Hintergrund zugucken und nicht aktiv dabei sind, um die Punkte zu sammeln. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Wenn man Pünktchen sammeln will. Sammlererlasse. Ja, ja. Annehmen, annehmen. Ja, komm, die 20er nehme ich auch an. Was für ein bin ich hier gerade? Das Gestrüpp der Lichtung. Nee, das Gestrüpp der Lichten da hier. Jupp, mach. Ich und freie Briefe, ja. Das ist. Ja. Freibriefe machen Spaß, haben sie gesagt. Sammler Levin ist toll, haben sie gesagt. Es bringt so viel, haben sie gesagt. Sie haben alle gelogen. Ich hasse es. Ich leide halt einfach gerade, ne? Ich revidiere meine Aussage, ich mag den Fischer doch. Muss ich mir nicht die ganze Zeit klicken. Da brauche ich ihn nur auf große Fahrt schicken. Oh, was würde ich jetzt fürs Diadem geben? Aber ich kann mir ja noch nicht nach Heavensward. Ich meine, einfach durchlesen und anscheinend ist das noch nicht verboten. Wie gesagt, ich wusste halt noch nicht mal, dass es überhaupt sowas gibt. Aber gut, dann beschäftige ich mich auch mal mit sowas. Ich muss auch sagen, ich benutze tatsächlich in den wenigsten Streams meine Punkte. Halt nur bei Leuten, wo ich halt wirklich, wie bei Hobitas. Da sammle ich halt immer mal 10.000 und dann kriege ich da einen weiteren Platz und dann fertig. Jetzt halt so eine Ehrentafel. Sonst bin ich tatsächlich immer recht froh, was Punkte zusammen geht. Wundertausend, ich komme. Oh Mann.
Nein. Gehe ich erstmal in die Richtung. Welches ist das? Erntehelfer. Ich bin Stufe 29. Okay. Will ich wissen, wie viele Level ich dann gleich habe? Mir das zu entscheiden. Nein, Sache kann er nicht beweisen, dass man das nutzt für Twitch. Dabei kein Problem, was die Nutzung angeht. Ja gut, das stimmt. Mir ist es halt egal, ne? Huch. Dauert ja dennoch so eine Zeit, bis man es erreicht. Yay, 30. Neun Coins schon erfarmt? Ja. Boah, noch 20 Level. Ganze 20 Level. Was für eine Tortur. Ja, bock mich mal. Ein paar Sekunden weniger, um da hinzukommen. Und jetzt die zwei da hinten. Mal sehen, wie viel Level das am Ende gibt. Auf jeden Fall Wertmarken, das ist gut. Da ist noch was. Oh.
hasse Freibriefe. Die 31 ist gleich da. Yep. Da ist sie. 31. 19 Level nur noch. Dann hole ich gleich die Dingslevel nach. Gut, ist ja nur eine, ne? Ja? Ja, gerade ist nur eine. Aber die 35 werde ich wahrscheinlich auch kriegen. Das heißt dann zwei Level wieder. Dann wird es wahrscheinlich wieder zu Freibriefen gewechselt. Ich hoffe, dass wir es dann in eineinhalb Stunden haben. Ungefähr. Die mal Daumen. Nein. Nutzbaum hier. Oh nö, das ist das Ding wieder. Oh, ich hasse es. Es ist so langwierig. Jetzt geht es wahrscheinlich wieder hin, her, hin, her, hin, her, hin, her. Für Krötenleder weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, dabei habe ich gerade nichts. Müsste ich gleich mal gucken. Müsste ich gleich mal am Gehilfen gucken. Ein bisschen was müsste ich haben an Leder. Ich weiß noch nicht, ob Krötenleder dabei ist. Bin hier ja gleich fertig. Gucke ich fix einmal nach. Da. Meinst du bei meinem Gehilfen? Ja, gut. Ja, ich guck gleich nach. Ich gebe einmal kurz die Freibriefe ab, dann hol ich kurz nach Limsa, da geht's schneller. Zu den Gehilfen. Vielleicht habe ich ja noch was. Level 37. Das mit... Huch. Oh. Nein. Hoppla. Ich hab jetzt... Sechs Level? Doch, sechs Level hatte ich jetzt gemacht durch freie Briefe. Läuft! Huch, ich habe meine Motion wieder dann mal gemacht. Das heißt, als nächstes müsste ich dann... 37. Zentrales Hotel von Kürzer. Das Observatorium müsste ich dann als nächstes. Nein. Abtor.
Ah, cool. Peiste, Keiler. Nee, hab leider keins. Karakulhaut. Optohaut. Und das habe ich nicht, ne? Blut. Das fließt es. Daunen. Das sind nur die Sehnen. Na. Ah. Wäre jetzt lustig, wenn jetzt mein Gehilfe was mitbringt. Nee. Eine Schuhe. Ich weiß nicht, Kitty, hast du welches? Eventuell? Gebiete der Gezeiten? Nee, das, dieses ist auch nicht. Jo, kann ich bei dem ja gleich nochmal gucken? Nee, das ist auch Daunen. Fischis. Lalafellinse. Nuss. Pilzmaterial. Nee, von dem anderen habe ich leider auch keins. Nee, Balsamessig. Auch nichts. Der hat auch nichts mitgebracht. Gerne. Ich habe leider nichts. Vielleicht hat Kitty was. Kann aber mal. Zutat, Zutat, Zutat. Kitty, hast du Krötenleder? War doch Krötenleder, ne? Ja, Krötenleder. Majoran, Balsam, Essig. Das ist eine Reagenz, das ist eine Zutat. Das ist eine Zutat. Das ist eine Zutat. Sortieren. Okay. Okay. Leider nicht. Huch. Schreck mich doch nicht so. Dankeschön. Ja. Ja. Haha, jetzt bin ich übermächtig. Was? So, Gridania. War doch klar, dass sowas kommt, oder? Ah, shit.